SPD-Fraktion spricht jetzt die Kollegin Lisa Winkelmeier-Becker. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, es ist schwierig, in 5 Minuten all das aufzugreifen und zu widerlegen, was hier gerade vorgetragen worden ist, ein Zerrbild des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Sie und in meiner Allianz, auch hier wiederum mit den Linken zusammen, meinen, für Meinungsfreiheit, für vermeintliche Freiheit auch da noch kämpfen zu müssen, wo es längst um strafbare Inhalte geht und wo es um Geschäftsmodelle von großen Plattformen geht, die daran Millionen verdienen. Wir nehmen diese Rechte der Schreiber in den sozialen Netzwerken und auch das Geschäftsmodell der Plattformen durchaus ernst. Aber wir machen uns auch Sorgen um die Betroffenen, um die Opfer von Straftaten im Netz, die bei Ihnen überhaupt keine Berücksichtigung finden. Wo kommen die bei Ihnen überhaupt vor? Zum Glück gibt diese Debatte, die wir ja heute hier in erster Lesung beginnen, Gelegenheit, hier einiges klarzustellen. Und da ist falsch, dass Sie meinen, dass sich dieses Gesetz gegen die freie Debatte im Internet richtet. Ich möchte richtigstellen, zunächst, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ändert überhaupt nichts an der Frage des materiellen Rechts, was noch von freier Meinung geschützt ist, was davon gedeckt ist und wo eben die Grenze zur Strafbarkeit verläuft. Das ist definiert im Strafgesetzbuch und ändert sich durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in keiner Weise. Meinungsfreiheit ist bei uns in unserer Demokratie ein essentielles Grundrecht. Sie ist deshalb frei, sie ist sehr weit gefasst. Sie deckt auch massive Kritik gegenüber der Regierung, gegenüber der Politik. Sie kann abseitig, sie kann absurd, sie kann abstrus sein. Wir erleben ja hier auch Beispiele dafür. Es gibt keinen Meinungs-TÜV und niemand hat Zensur zu befürchten oder staatliche Sanktionen. Das ist die Meinungsfreiheit in den Grenzen des Grundgesetzes, begrenzt durch die allgemeinen Gesetze, durch die Gesetze zum Schutz der Ehre und der persönlichen Ehre und zum Schutz der Jugend. Das sind allgemeine Gesetze, eben auch im Strafrecht. Aber für uns ist klar, wir akzeptieren nicht, dass die großen Plattformen von Unternehmen wie Facebook, Twitter oder Google meinen, sie könnten ihre selbst definierten Gemeinschaftsstandards an die Stelle unserer demokratisch legitimierten Gesetze stellen. Uns ist klar, im Netz darf es keinen Freibrief geben für Beleidigung und Bedrohung, auch nicht unter dem Schutzmantel der Anonymität. Wir brauchen hier Regeln, die diese großen Player der modernen Kommunikation verpflichten, sich an die demokratisch beschlossenen Gesetze zu halten. Und was für andere Medien selbstverständlich ist, das muss hier eben auch für die Social Media gelten. Auch die müssen in eigener Verantwortung prüfen. Das ist für Verlage völlig selbstverständlich. Auch die müssen prüfen, ob in ihren Beiträgen oder auch in den Leserbriefen ihrer Rubrik strafbare Dinge stehen. Wenn sie das zulassen, dann haftet der Herausgeber oder der Redakteur, also etwas ganz Normales, nichts Neues für die Netzwerke. Es geht hier um nicht mehr und nicht weniger als um die Grundsatzfrage, und das ist auch eine Machtfrage, wer rechtlich und tatsächlich die Regeln im Netz bestimmt. Sind das die Facebooks dieser Welt? Das ist anscheinend Ihr Standpunkt. Und ich will Ihnen vorlesen, wie Facebook das meint und auch praktiziert. Da heißt es nämlich in deren allgemeinen Geschäftsbedingungen: Wir können sämtliche Inhalte und Informationen, die du auf Facebook postest, entfernen, wenn wir der Ansicht sind, dass diese gegen diese Erklärung bzw. unsere Richtlinien verstoßen. Also, soll das der Maßstab sein? Oder sind das unsere Gesetze, die dann auch durchgesetzt werden müssen? Das ist unsere Meinung und das ist das Ziel und der Zweck des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes.
Deshalb verpflichtet es die Plattform zu drei Dingen. Es verpflichtet sie zu einem effektiven Beschwerdemanagement mit qualifizierten Mitarbeitern in ausreichender Zahl. Es muss eine Kontaktperson öffentlich gemacht werden, eine erreichbare Adresse, damit man überhaupt weiß, wohin man sich wenden kann als Betroffener oder auch von Seiten der Staatsanwaltschaft und des Gerichts. Und drittens gibt es die Pflicht, nach einem gerichtlichen Beschluss auch die Kontaktdaten mitzuteilen, damit man einen anonymen Schreiber überhaupt identifizieren kann, jedenfalls das versuchen kann. Das ist keine Privatisierung des Rechts, da irren Sie, sondern es ist im Gegenteil die Durchsetzung des Gesetzes, das an die Stelle der privaten, selbstgemachten Standards tritt. Und auch die Gefahr des Overblockings haben wir im Gesetzgebungsverfahren ausgeräumt. Es droht nämlich kein Bußgeld dann, wenn man zu einer anderen Entscheidung im Einzelfall kommt, sondern ein Bußgeld darf nur verhängt werden, wenn diese Pflichten systematisch nicht erfüllt werden. Wenn also grundsätzlich abgelehnt wird, ein Beschwerdemanagement zu machen oder grundsätzlich bestimmte Straftaten dann eben nicht entsprechend behandelt werden. Und es gibt eine Exit-Strategie für die Plattformen, die wir Ihnen ganz bewusst eingeräumt haben. Sie haben die Möglichkeit, die Fälle, die aus Ihrer Sicht nicht klar sind, rechtmäßig ja oder nein, auch völlig ohne Zeitdruck innerhalb von 7 Tagen an ein plural besetztes Gremium zu geben, das dann diese Entscheidung in eigener Verantwortung trifft, völlig ohne Druck, ohne vorgegebenes Ergebnis. Auch das ist ein wichtiger Punkt, den wir gerne auch noch ausbauen wollen, wenn die Plattformen sich dieser Möglichkeit noch nicht bedienen. Sie senden ein fatales Signal, dass Ihnen die Durchsetzung des Rechts im Internet nicht wichtig ist. Wir sind überzeugt, dass wir diese Regeln brauchen, und wir scheuen die Debatte nicht. Danke. Für die SPD hat das Wort Dr. Johannes Fechner.